So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ja, schön, dass du da bist. Traditionell am Sonntag hier die Botschaft vom Wunschpartner. Ja, was ist das? Wir schauen mal ganz konkret nur bei ihm in seine Energien rein, Stand jetzt. Aber das heißt auch, wenn du jetzt das Video siehst, soll es auch genau jetzt für dich sein. Wir wissen ja, im Universum gibt es keine Zeit. Das ist ja was Menschengemachtes. Und wenn dieses Video jetzt zu dir finden möchte, dann soll es auch genau jetzt für dich sein. Ja, wir schauen natürlich da mal rein, was gibt es bei ihm so zu sehen. In seinen Energien, in seinen Gedanken, was geht da im Kopf des Mannes vor sich, was fühlt und spürt er gerade und natürlich auch unten Impulse, Hinweise, Tendenzen, was passiert jetzt als nächstes in seiner Energie, in deine Richtung. Das werden wir mal anschauen und sehen. Ich bin schon sehr gespannt. Wir wollen gucken, was wir denn da so reinkriegen. Also ich muss mich natürlich auch immer mal wieder entschuldigen. Ne? Die Männer hier am Kanal, die sehen mir das absolut nach, wenn ich uns Männer immer gerne mal so ein bisschen auch auf die Schippe nehme, was das alles angeht. Bin ja selber ein Mann. Nicht alle Männer sind gleich. Das muss ich natürlich auch sagen. Und ja, die Frauen, die haben es natürlich auch gern mal faustig hinter den Ohren. Ne? Das wissen wir ja auch alle. Aber wir wollen gucken. Ich erinnere noch als heute ein letztes Mal für die, die es noch nicht mitgekriegt haben. Ich habe meine Readings, meine Angebote auf der Homepage angepasst, verbessert. Du kannst gerne gucken gehen. Angel-Readings.de ist ja meine Homepage. Da ist jetzt für jeden Geschmack was dabei, für jeden Geldbeutel was dabei. Es ist ein bisschen strukturierter. Es gibt das normale Reading, das erweiterte Reading, es gibt das Intensiv-Reading mit Beschreibung. Kannst du gerne gucken. Und wenn du noch Fragen hast, wenn du sagst, ne, das ist mir jetzt nicht so ganz klar, gar kein Problem, schreib mich gerne an. Ich erkläre dir das selbstverständlich alles. Und wir finden zusammen das richtige Reading für dich. Na? Aber wir schauen mal, was wir da so Schönes sehen in der Energie. Ihr seht schon, es blendet ein bisschen, aber das macht nichts. Ich bin ja gerade fleißig dabei zu planen. Ende März, hinter mir ist eine große Bar, die ist verkauft. Das heißt, ich werde dann mit meinem ganzen Liegetisch dahinter ziehen und mich da mal neu einrichten. Also da nehme ich euch vielleicht auch mit auf meinem anderen Kanal, Mein Leben und ich. Ehemals mein Kochtopf und du, dass ihr da mal seht, was ich da hinten eigentlich jetzt alles baue. Das wird interessant. Aber wir wollen schauen, was ist denn bei ihm da so los in seinen Gedanken, in seinen Gefühlen? Was ist da los? Wieso ist er jetzt nicht bei dir? Wieso ziert er sich? Wieso geht es nicht vorwärts? Was empfindet er in Bezug auf das Thema, das ihr beide vielleicht gerade miteinander habt? Warum sind die Karten immer krumm und schauen auf dem Tisch gerade aus? Viele Fragen. So, da wollen wir natürlich jetzt auch mal Klärungskarten haben. Schauen. Was gibt es denn da so Schönes zu sehen heute? Ja, am Sonntag scheint bei euch auch die Sonne. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich natürlich, dass hier ein bisschen die Sonne rausschaut. Vielleicht gehe ich dann mal zu meinem Oldtimer. Der steht momentan unten in meiner Garage und fummel da dran rum. Oder ich fahre mal auf die Ranch. Muss ich mal gucken, was ich da so mache. Also, wir haben jetzt hier Klärungskarten. Was geht in seinem Köpfchen vor? Wir wollen natürlich ein bisschen genauer reinschauen, was da alles los ist. Auch in den Gefühlen. Na? Männer haben auch Gefühle außer Hunger und Durst. Natürlich auch ja, Sehnsüchte, Vorstellungen, Emotionen rund um das Thema. Ja, wo komme ich her? Wo will ich hin? Was ist in der Liebe los? Warum kann ich nicht auf meine potenzielle neue Partnerin zugehen? Was hemmt und bremst mich? Auch das geht in einem Mann vor. Na? Und somit schauen wir jetzt mal rein, was sehen wir denn da in seinen Gedanken? Wir decken jetzt mal alles auf. Okay, da geht es ja schon mal richtig zur Sache. Wir gucken, was wir da noch haben. Okay. Ja, ich sehe es schon in seinen Gedanken. Mein Gedanken liegt jetzt krumm da. Okay, so. Sehe ich schon. Also hier geht es natürlich darum, auch mal seine Kräfte noch mal zu bündeln. Oder diese 10 Stäbe, das ist auch so eine Karte für Anstrengung. Wenn irgendwas anstrengend ist, wenn er Mühe hat mit irgendwas, mit seinen Gedanken vielleicht vorwärts zu kommen. Ja, die 10 Stäbe, das ist
eine Belastung. Ja, da sehe ich ihn gedanklich schon gerade heute an diesem Tag in Bezug auf dich in der Belastung drin. Und im Kopf ist das natürlich was, was man nicht braucht unbedingt. Ja, das ist was, man will ja seine Leichtigkeit. Gerade im Kopf will man die Leichtigkeit haben, weil das schwingt und überträgt sich ja dann natürlich auch auf deinen Körper, Geist und Seele. Na? Wenn ich mit meinen Gedanken immer wieder in der Belastung bin, in der toxischen Lebenssituation bin, wenn was an mir nagt, das ist Kummer, Sorge, Schwund, Verlust, Zerfall, das ist eine toxische, das ist eine ungesunde Lebenssituation, die er da ist, mit den 10 Stäben. Also ich nehme ihn gedanklich schon gerade sehr, sehr, sehr belastet wahr. Also viele, viele Gedanken rund um dich, rund um ihn, rund um euch. Ich habe so das Gefühl, er merkt auch gerade, dass diese ganze Situation mit euch, wie sie jetzt ist, vielleicht überhaupt nicht gut ist. Nicht gut für euch, nicht gut für dich, nicht gut für ihn. Also das ist natürlich schon was, wo ich sage, gut, dass er so ist. Na, für ihn jetzt nicht, für euch wahrscheinlich schon. Denn wir haben hier drüben auch noch die 8 Kelche. Bei den 8 Kelchen geht es ja auch um einen Aufbruch. Ja, um dass man vielleicht sagt, okay, was könnte ich besser machen? Ich habe so das Gefühl, dein Herzblatt ist gerade damit beschäftigt zu sagen, das, was gerade da ist, ist sehr belastend, auch für ihn. Das, was gerade da ist, schreit eigentlich danach, dass man sagt, ich brauche einen Aufbruch. Ich muss was Besseres mit dir starten, mit dir machen, in eine bessere Art von Kennenlernen, Partnerschaft kommen. Und ich sehe auch, er überlegt gerade, wie er dir das mitteilen kann. Der Brief, die Botschaft, die Nachricht, der Spiegel, die Selbstreflexion. Also ich habe schon so im Gefühl, dass er momentan damit beschäftigt ist, zu sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie schon gemerkt, dass dieses ganze Thema super belastend ist, für ihn selbst auch. Und er ist jetzt auch endlich mal auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, jetzt braucht es eine notwendige Veränderung. Es müssen sich die Dinge ändern, es muss was anders sein. Jetzt muss mal hier vielleicht auch alles auf Null gestellt werden. Er lässt diese 8 Kelche hinter sich, wo er sagt, okay, bis zu 10 komme ich so nicht, wie es mit euch gelaufen ist. Ich brauche jetzt einen Umbruch, ich will was anderes. Ich will ja die 10 Kelche, ne? Weil die 8 Kelche ist auch so ein Neustart in dem Fall. Und ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass er gerade dabei mit beschäftigt ist, zu überlegen, wie kann ich dir das mitteilen? Wie kann ich dir vermitteln, dass ich jetzt vielleicht schon bereit bin, dieses Kennenlernen, diese Partnerschaft ernster zu nehmen, weil ich einfach gemerkt habe, ohne dich bin ich komplett in der geistigen Belastung oder vielleicht sogar Überbelastung. Weil wenn ich mir diese 3 Karten da anschaue, dann holla die Waldfee, ist jetzt dringend Handlungsbedarf. Na? Also auf jeden Fall in seinen Gedanken, ich kann nicht mehr denken, ja, ich muss jetzt hier was ändern. Aber wie sage ich dir das? Wie bringe ich dir das bei? Vielleicht ist bei euch beiden auch schon viel geschehen, viel kaputt gegangen durch ihn, durch sein Verhalten, durch seine Rückzüge. Also da glaube ich, dass er schon sehr gerade am Überlegen ist, wie kann ich dir oder wie kriege ich das mit dir gemeinsam hin, dass wir es besser machen können. Na? Ja, wenn er dir weggelaufen ist, dann liegt es eigentlich an ihm. Aber hier gehört natürlich ihr beide dazu. Sofern du das noch möchtest, ist er, glaube ich, jetzt hier bereit, Dinge zu ändern, sodass ihr euch beide wohlfühlt. Das ist nochmal ein schöne, also für ihn jetzt nicht schön, aber für euch beide natürlich eine schöne Energie, wo er gerade irgendwie dabei ist, mal wach zu werden und zu sagen, okay, was mache ich denn da eigentlich die ganze Zeit mit dir? Er weiß ja auch, dass er dich damit ins Unglück stürzt und in die Ratlosigkeit. Das weißt du ja schon. Na? Aber wir schauen mal in die Herzebene rein. Was fühlt ihr denn momentan? Weil irgendwoher müssen diese Gedanken, jetzt muss ich mal was ändern, ja kommen. So, schön, König der Kelche, das ist mit Sicherheit er. Und der König der Kelche, das ist eine Personenkarte, das ist er. Das ist einer, der sein Herz entdeckt hat, der Gefühle hat, der jetzt auf einmal schon auch irgendwo weiß, was er will. Also im Herzen weiß er, was er will. Sein Kopf hat ihm da wahrscheinlich jetzt lang genug einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat gesagt, denk, 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 und sein Herz sagt, hallo,
ich habe doch noch Gefühle, du kannst sie nicht einfach so loslassen, ja? Also hier, Herzensmensch, Gefühle haben, sein Herz weiß, was es will, und das nicht zu knapp, denn die Lupe, da schaut man ja genauer hin, das vergrößert ja Dinge. Und mit dem Schiff, das ist die Lebensreise in der Liebe. Na, also auf seiner Lebensreise in der Liebe sagt es sein Herz schon, jetzt schau doch du endlich mal da genauer hin. Du hast doch Gefühle für diese Frau. Und mit dem Ass der Kelche, das ist ja auch die Chance auf Erfüllung, das ist die Chance auf Liebe. Mit dem positiven Umbruch, die Störche, Umbruch, Wandlung, Leichtigkeit, positive Veränderung. Und der Feder der Leichtigkeit, kann ich dir sagen, dein Wunschpartner ist gerade in diesem Prozess zu verstehen, dass sein Herz viel, viel mächtiger ist als diese Gedanken, die ständig in diesem Kopf aufpoppen. Weil diese Gedanken, die ständig in diesem Kopf aufpoppen, sagen mittlerweile ja auch schon, boah, das ist super anstrengend, hier dauernd irgendwie darüber nachzudenken, warum ich mich nicht entfernen kann, warum ich nicht loslassen kann, warum ich nicht in meiner Leichtigkeit bin. Ich bin in einer toxischen Lebenssituation. Dadurch habe ich mich selber reingebracht. Herzlichen Glückwunsch. Die Mäuse nagt an ihm, aber extrem. Und da kommt natürlich dann auch irgendwann mal im Kopf sogar die Idee, hey, Aufbruch, Neustart, wir müssen was anders machen. Das hat keinen Sinn, jetzt hier ständig zu versuchen loszulassen. Ich muss dir irgendwie verklickern, irgendwie beibringen, dass ich jetzt bereit bin, vielleicht mich zu ändern und auch verstanden habe, dass ich so wie ich war, nichts für dieses Zusammenkommen, dieses Zusammensein beigetragen habe. Ne? Weil wir sehen es hier, Gefühlsmensch, er weiß, was er will, Chance auf Erfüllung, Chance auf Liebe, positive Veränderung, Leichtigkeit, ja, ganz großer Fokus auf der Lebensreise in der Liebe. Also sein Herz schreit hier und jetzt, heute gerade, hör mich doch mal endlich an. Hör doch mal endlich auf deine Gefühle, dass du mal weißt, wo es lang geht, dass du mal deinem Herzen folgen kannst. Also das sind für ihn jetzt gerade krasse Energien, großer Umbruch, ja, dringendster Handlungsbedarf bei ihm, weil er merkt, okay, ich kann und ich darf jetzt auch auf mein Herz hören. Sehr, sehr schöne Energie. Wenn du also gerade so das Gefühl hast, ja, mein Wunschpartner ist komplett verkopft, der denkt sich Dinge aus, die es gar nicht gibt. Der lässt andere Themen rund in seinem Leben viel mehr in seinen Kopf rein als das mit dir. Du hast vielleicht auch das Gefühl, dass du so eine Selbstverständlichkeit für ihn warst. Aber jetzt ohne einander, ja, kommt er ins Nachdenken, kommt er ins Grübeln. Und das passiert ganz, ganz oft. Der Partner zieht sich zurück, weil es für ihn uninteressant ist, langweilig ist. Weil er seine Aufmerksamkeit nicht ganz in dieses Kennenlernen reingibt. Du bist halt einfach irgendwie da. Aber wenn du dann nicht mehr da bist, dann kommt der Aha-Effekt. Und genau den haben wir nämlich jetzt hier liegen. Der Aha-Effekt, okay, jetzt ist sie weg. Das ist ja voll ungünstig für mich. Ich darf hier keine Kraftausdrücke benutzen. Ich muss jetzt hier mal schauen, dass ich die Dinge ändere, und ich möchte dir das gerne auch mitteilen. Also es kann gut sein, dass der jetzt hier demnächst auf dich zukommt und sagt dir, dass er schon verstanden hat, dass er diesmal nicht so einfach loslassen kann. Gerade dich abzugeben wäre ein Fehler, und genau das sagt ihm ja sein Herz. Und die Feder ist ja auch gerne auch mal die Botschaft der geistigen Welt. Na, also da hat er schon vielleicht auch die Erleuchtung bekommen, die ihm da sagt, hey, ich kann nicht immer weglaufen. Ich kann dich nicht immer ins Wartezimmer setzen und da sein, wenn es mir passt. Du hast auch Aufmerksamkeit verdient, du hast Liebe verdient, du hast Zuneigung verdient, ja, du hast eine schöne Partnerschaft verdient. Ich möchte dir das natürlich auch geben, weil so wie es jetzt erstmal bei euch gelaufen ist, ist es ungünstigst hoch 10. Na, aber wir schauen jetzt noch mal rein, was gibt es denn hier in den Tendenzen zu sehen für die nächste Zeit? Auch wichtig. Und da schauen wir mal, was man da so Schönes sieht. Ich bin gespannt. Aha. Ja. Und aha. Was haben wir da noch? Okay. So. Wir haben jetzt hier erstmal die 7 Münzen. Das ist ja der berühmte Geldbusch. Also falls du Samen eines Geldbusches hast, schick mir bitte ein. Nee, schick mir 2, eins für mich, eins fürs Finanzamt. Das ist so eine Karte, wo jemand
das Vertrauen eigentlich schon hat, dass da was entsteht. Das Vertrauen, dass da etwas gedeiht, dass da was vorwärts geht. Da hat einer auch die nötige Geduld eigentlich, dass da was entsteht, weil er weiß eigentlich, dass das mit euch beiden etwas Schönes ist, wenn er sich mal ein bisschen mehr bemüht. Na, also wenn er mal ein bisschen mehr reingibt in die Partnerschaft, wenn er vor allem auch mal seinen Kopf ausschaltet, na, weil wir sehen ja, hier kommt nur Müll raus bei ihm im Kopf, außer hier. Da kommt dann irgendwann auch die Idee, oh, ich habe dich schlecht behandelt, ich habe dich vielleicht geghostet, blockiert, ich habe dir keine vernünftige Erklärung gegeben für das, was um ihn herum gerade ist, weil er es wahrscheinlich selber nicht weiß ganz genau. Ja? Dass hier die Geduld da ist und das Vertrauen, dass in Bezug auf diese Blockaden, Hürden und Schwierigkeiten, die bei euch da sind oder entstanden sind oder von Anfang an vielleicht auch da waren, dass da Klarheit reinkommt, dass da Erkenntnisse da sind und man sagt, nicht jedes Zusammenkommen flutscht und läuft wunderbar. Ne? Da gibt es immer Hürden, da gibt es Schwierigkeiten, da gibt es Einflüsse von außen, da gibt es von ihm Bindungsangst, Beziehungsangst, da gibt es, ich kann mich nicht fallen lassen. Aber warum? Man kann es doch einfach mal versuchen und ich glaube, in dieser Situation ist er gerade, ja, und er wird auch feststellen, okay, ich bin ohne dich nicht in meiner Stärke. Ja? Die Sense Bea ist nicht gerade die kräftigste Aussage im Deck, dass er in der nächsten Zeit erkennt, okay, ich bin ohne dich gar nicht in meiner Kraft, in meiner Stärke. Ich habe nur nagende Gedanken rund um mich herum. Ich muss jetzt mal hier selber am Rad des Schicksals drehen. Ich kann nicht immer weglaufen. Ich kann nicht immer Partnerschaften wegwerfen, nur weil es mal schwierig oder komisch wird. Ich darf jetzt auch mal Energie und Kraft reingeben und am Rad des Schicksals drehen. Und ich habe auch das Vertrauen, dass das mit dir entstehen kann. Du bist die Richtige für ihn. Das hat er, glaube ich, hier in diesem Deck zumindest schon mal verstanden, dass er auch auf sein Herz hören darf, weil das Herz und dein Bauchgefühl sagen dir eigentlich immer die Wahrheit. Da kriegst du immer sofort die richtige Antwort. Und bei manchen Männern ist es eben schwer, weil die halt sehr, sehr viel im Kopf unterwegs sind. Aber wenn es im Kopf in die falsche Richtung geht, dann kann es natürlich auch sein, dass man hier eine zündende Idee bekommt. Ne? Und mit dem Schmetterling, das ist ja das Loslassen und das Empfangen. Also dieses Verbohrte, Verbissene, dieses Denken mal loslassen und in die Leichtigkeit des Fühlens reinzukommen. Das ist das Thema. Darum darf es auf jeden Fall mal gehen. Wir haben hier auch noch die 3 der Kelche. Das ist eine schöne Karte. Da geht es natürlich auch wunderbar um Freude, um Ausgelassenheit. Da geht es ums Glück. Da wollen wir hin. Also er hat schon verstanden, ohne dich geht es ihm mal so richtig mies. Na, und von daher ist das eine für dich schöne Botschaft vom Wunschpartner, dass es für ihn ganz, ganz viel Erkenntnis an diesem Tag heute, jetzt in dieser Energie, wo er merkt, okay, ich habe eigentlich alles verbockt, wenn du dich jetzt hier wiederfindest und ich dir sage, dass er es war, der nicht genug reingegeben hat, der sich zurückgezogen hat, der dir vielleicht gesagt hat, ich habe so viel um die Ohren, ich kann mich nicht fallen lassen, ich muss erst nochmal schauen oder ich ziehe mich einfach so zurück. Dann kann ich dir sagen, er ist jetzt in einem Zustand angekommen der absoluten Erkenntnis. Und von daher ist das eine schöne Botschaft vom Wunschpartner, wo es dann auch noch zusätzlich in die richtige Richtung geht in der nächsten Zeit. Würde mich nicht wundern, wenn du hier in Resonanz gehst und der meldet sich die Tage. Das finde ich sowieso immer interessant, muss ich kurz noch erzählen. Ganz, ganz oft kriege ich ja Anfragen für persönliche Readings, wo sich der Wunschpartner dann kurz vorm oder kurz nach dem Reading tatsächlich meldet. Das kann natürlich auch damit zu tun haben, dass ich ja in seiner Energie bin und meine Fragen stelle, was bei ihm so los ist. Und es gibt auch feinfühlige Männer, die merken und die spüren, dass da gerade irgendwas passiert. Und dann kommt es auch wirklich ganz oft vor, dass ich dann eine WhatsApp bekomme und sage, er hat sich gemeldet. Und das immer ganz, ganz oft vorkommt, wo ich mir denke, das kann ja nur damit zu tun haben, dass ich dann in seiner Energie die Fragen stelle, die dich interessieren. Und feinfühlige Männer merken das natürlich. Ich habe auch oft das Thema, dass die Dame gemerkt hat, dass ich jetzt gerade ihr Reading mache, weil sie es gespürt hat. Also das ist schon
Absolut krasse Sache, absolut erstaunliche Sache irgendwo auch. Aber ich kann dir sagen, ich wünsche mir von Herzen, dass du hier in Resonanz gehen konntest, dass ich dir sagen kann, da wird bald echt was passieren. Da geht es in Richtung Herz, in Richtung Fühlen. Und wie gesagt, wenn es nicht dein Thema ist, wenn du nicht in Resonanz gehst, dann melde dich gerne bei mir. Einfach eine WhatsApp schreiben, eine Sprachnachricht, einen Text. Ich freue mich, wenn ich von dir hören darf, um dir zu helfen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen ganz, ganz tollen Sonntag. Viel, viel schöne Momente. Und ich würde sagen, genau, bleib gesund, seid lieb zueinander. Und wir hören uns dann beim nächsten Video. Ciao.